Ein teuflisches Hallo und willkommen zurück zum Minecraft Pneumatic Craft Tutorial. Hier ist auch noch ein Gast. Moin! Ja, der ist noch nicht zu interessieren und Minecraft ist immer noch so ultra laut. In diesem Part werden wir zwei neue Blöcke behandeln, und zwar die Erkennen und wenn ich das jetzt mal im Crit hier in der NEI finden würde. Und die Prayer Chamber Interface. Ja, also als allererstes brauchen müssen wir wieder pressen. In der Prayer Chamber. Ja, um sich das Interface zu craften, benötigen wir Compressed Iron Ingot, ein Hopper und Pneumatic Zylinder. Den machen wir aus Plastik, Cannon Barrel und Compressed Iron. Den Cannon Barrel machen wir uns wieder aus Compressed Iron und Safety Tube Module. Das machen wir aus Lever, Predator Tube und Predator Gourd. Das müssen wir uns jetzt alles nochmal craften. Übrigens, das ist jetzt eine neue Welt, weil, keine Ahnung. In der alten sind ein paar Atombomben in die Luft geflogen. Aber auch nur ein paar Atombomben. Hat ungefähr ein ganzes Dorf zersäbelt. Tut mir leid für die Verpeiltheit heute. Was? Wollte ich nochmal machen? Safety Tube Module. Gotten. Ah. Wo ist mein Arzt? So, um das Plastik zu kriegen, müssen wir einfach nur Ra die Rain Plant Seed in den in der Predator Chamber klatschen. Und die Rain Plant Seed ist hier. Wir brauchen 6 Stück davon. Und dieses Interface bringt dazu, dass man die Predator Chamber nur noch aufmachen muss, um die Items daraus zu holen, wenn die fertig compressed sind. Und jetzt das Kohle rein. Übrigens, ich habe euch die Safety Tube, das Safety Tube Module gezeigt. Wenn ihr dieses benutzt und auf einer Prayer Tube setzt, wird automatisch, wenn zu viel Druck drauf ist, Druck abgelassen. Ich werde vielleicht auch noch ein Tutorial von Industrial Craft 2 machen. Und vielleicht sogar noch von Thinker's Construct. Im nächsten Part werde ich übrigens die ganzen Upgrades behandeln und dann werden wir hier mal ein paar Speed-Upgrades installieren. Endlich sind die fertig. So, jetzt craften wir uns ein Pneumatic-Zylinder. Davon benötigen wir 2 Stück. Aus diesem Pneumatic-Zylinder können wir uns jetzt das Interface craften. Und der Gas ist recht still. Ja, etwas recht. Wir kriegen gleich 4 Stück. So, und hier installieren wir einfach mal das Interface. So, es öffnet jetzt diese Schranke hier. Jetzt können wir einfach zum Beispiel aus Bulkcraft die Pipes nehmen oder wir nehmen einfach einen ganz normalen Hopper
Und platzieren die mit Shift-Rechtsklick dran. Jetzt können wir da Items reintun und die werden dann hier reingefüllt zum Pressen. Wir sind jetzt schon 5 Minuten erstmal für das alle Item. Jetzt kommen die Air Cannon. Für die Air Cannon benötigen wir ein anderes Item noch, und zwar ein GPS-Gerät. Dieses craftet man sich aus Plastik, Redstone Torch, Glass Paint und Diamanten. Das GPS-Tool benötigen wir eigentlich nur, um hier, wie heißt, die Koordinaten für die Air Cannon anzugeben. Jetzt funktioniert das folgendermaßen und die gehen da rein. Weil hier noch genug Druck drauf ist, wird das sofort in Plastik verwandelt. Wenn wir Speed Upgrades auf das Interface installieren, dann würde das schneller gehen. So, ist jetzt fertig. Ich nehme mal die Kohle aus den beiden hier wieder raus. So, jetzt können wir uns mit Diamanten, Redstone Torch und Glas filmen, die ich natürlich nicht im Inventar habe, uns jetzt das GPS-Gerät craften. Wir benötigen eigentlich für so eine Drohne 2 GPS-Geräte. Und ich frage mich, warum der Gast so still ist. Ich bin ein bisschen sprechfaul heute. Sprechfaul heute? Ja. Okay, heute. Aber wir können jetzt mit dem GPS-Tool eine Position markieren. Zum Beispiel können wir diese Position hier markieren. Dann ist jetzt der Hopper markiert. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel jetzt, wenn man eine Predator Chamber weit, weit weg hat und zum Beispiel ein Spieler so mal ein GPS-Tool mit den Koordinaten hat, kann man ihn theoretisch Items dahin schießen. Die Air Cannon craftet man sich nochmal aus. Warte. Cobblestone Slabs, Predator Tube und Stone Base. Die Stone Base geht ganz einfach zu craften. Und zwar aus Stones und eine Prayer Tube. Ich werde mir jetzt gleich die Jacken holen, weil wir müssen ja nicht nochmal Barrel craften und die Tubes. Das haben wir alle schon mal gecraftet. Wir können die jetzt hier platzieren. Oder auch andersrum. Hier rein wird jetzt Gas gefüllt. Wir bräuchten ein GPS-Tool, um die Koordinaten anzugeben. Da kommt doch gar nichts rein. Wo? In die Air Cannon. Da führt er noch das Rohr nach oben. So. Und jetzt kommt da rein. Sagen wir wollen einen Flying Flower Seed pressen, also kommt er hier rein. Und ich muss die Air Compressor wieder anschmeißen. Übrigens, ihr könnt euch noch auswählen, was ihr haben wollt, und zwar entweder EC2 oder Thinkers Construct Tutorial. Mein Gast darf ja auch mitbestimmen. Was würdest du lieber, das Hipcraft oder Thinkers Construct? Also beides ist echt interessant, aber wer sich schon mit EC2 auskennt, sollte unbedingt für EC2 stimmen, weil es hat sich viel verändert in der neuen Version. Fast alle Crafting-Rezepte eigentlich. So gut wie alles hat sich da verändert. Übrigens, wer es noch nicht weiß, die Minecraft-Mod Galacticcraft gibt es jetzt schon Galacticcraft 3. Den werde ich natürlich auch noch vorstellen. In einigen Tagen werde ich sowieso noch die neue Dimension von Galacticcraft zeigen. Und zwar, dass es einfach nur ein Asteroidenfeld. Wenn jetzt genug Druck auf der Air Cannon wäre, würde er da den Seed auf den Hopper schießen. Ich zeige euch schon mal die Upgrades. Und zwar
das hier sind alles die Upgrades. Das Upgrade Volume, das Upgrade Dispenser, Item Life, Entity Tracker, Block Tracker, Speed, Item Search, Coordinate Tracker, Range und Security. In den nächsten Part werde ich nochmal komplett die Upgrades zeigen und danach die Pneumatic Door und den Elevator. Und danach werde ich einmal komplett das Assembly Set zeigen. Wenn jetzt mal die Erkennen mehr machen würde euch. Ich klatsche jetzt einfach ein paar Speed Upgrades hier rein. Aber in die Erkennen gehen recht viele Upgrades rein. Und wir sollten, glaube ich, das Range Upgrade reinkloppen. Wie lange braucht das jetzt? Was macht eigentlich das Speed Upgrade hier? The Cannon will turn faster. Ja, toll. Monaten mal wieder bei Facebook drinne. Ich glaube, das letzte Mal an Facebook Anfang des Jahres. Yay, wir haben eine unaktive. Und mich hat keiner vermisst. Yay, ein unnutzloses Ding hier im Raum. Mhm. So, jetzt ist genug Bar drauf. Was gibt's jetzt für Probleme? Ja, toll. Jetzt müssen wir auch noch Redstone-Signal angeben. Ja, bei mir ist kein Schwein online. Yay. Keiner vermisst mich. Braucht auch niemand. Ja, ouch. So, jetzt hat sie das abgeschossen. Und? Also ich finde den Mod Pneumatic Craft jetzt auch eigentlich richtig gut. Ich dachte, das wäre eigentlich nur, das wäre es mit den Seeds schon gewesen. Aber anscheinend wohl doch nicht. Wo hat er den Müll jetzt hingeschossen? Ha, bitteschön. Das sehen wieder. Alle wahrscheinlich in die Luft geschossen. Eigentlich sollte das hier drinnen landen. Fehler. Fehler. Mann. Ja. Apply a redstone signal to fire. Abgefeuert. Wie lange fliegt das in der Luft? Warte. Wie fallen sich die Seeds hier nochmal? Oh. War ja klar, dass es nicht landet, wenn es die Flying Flower Seeds sind. Und wir haben sich, okay. Ja, die fliegen ja auch. Ja, guck mal! Die kommen nie wieder runter. Yay! Können wir ja gleich Helium-Plant-Seeds nehmen. Warte, wie war das mit den Chopper? Ja, okay. Die könnten wir, glaube ich, nehmen. Ja, die sind schon weg. So, und das die, ist... Die sind schon mit drin. Oh, hier hinten ist noch ein Flying-Seed. Schließ die Luft! Hey! Ich habe eine Frage. Könnte man auch mit diesem Mod irgendwie fliegen? Nein. Ah, jetzt hat er die Items bekommen. Hallo? Jetzt hat er den Stack bekommen. Ja, so funktioniert es mit der Erkennung. Ihr könnt bis zu einer maximalen Range von 250 Blöcken was abschießen. Ihr benötigt dafür nur Range Upgrades. Die macht man sich aus einem Bogen, 4 Pfeile und 4 Lapis. Ja, das war jetzt das Video. Und ich sag jetzt Tschüss. Und, ja, ciao.